Es ist tatsächlich der dritte Trauerfall seit Anfang des Jahres, wo ich persönlich teilnehmen werde. Und ich habe woanders gesagt, die Einschläge kommen näher, je älter man ist, das stimmt auch. Aber man muss sich mit dem Thema Tod nicht besonders auseinandersetzen. Es kostet wertvolle Zeit. Also heute, im Heute-Leben ist viel besser und dann kommt es doch ganz anders mit dem Tod. Jedenfalls wünsche ich jedem, dass er eben nicht in eine schwere Krankheit oder Depression hineinfällt im Alter bei einem schönen Leben vielleicht und dann im Alter ist halt alles vorbei. Nein, das sehe ich anders. Man muss sich einschränken im Alter. Ich bin ja schwerbehindert, wie Sie wissen. Das sowieso und anderen Jüngeren Platz machen. Das habe ich aber schon immer so gemacht. Also ich habe mich nie so vorgedrängt und insofern da gehe ich auch hin nächste Woche zu der Trauerfeier mit Urnenbeisetzung. Das weiß ich, wo das ist. Aber es steht noch nicht öffentlich. Requieskarte in Parze. In Parzem. Wie heißt es eigentlich? Müssen wir mal nachlesen. Also, sterben Sie nicht, sondern leben Sie. Ne? Leben Sie noch oder sterben Sie schon? Oder so ähnlich.